So, zu meiner Rechten ist die Anne und die hat mir gerade gesagt, die lästert richtig in der Kiste rappeln. Na klar. So, Anne Kliebisch vom Leadership hoch 3 und mein Grundeinkommen wird uns jetzt über sinnvolle Entscheidungen treffen erzählen. Multiple ways to make decisions. Inne, minne, miste, sinnvolle Entscheidungen treffen. Deine Bühne, viel Spaß. Dankeschön. Ah ja, perfekt, vielen Dank. Ich sag mal zwei Worte zu mir, bevor ich anfange. Ich arbeite bei Leadership hoch 3 jetzt ungefähr seit 8 Jahren, wo es uns darum geht, zu schauen, wie wollen wir eigentlich unsere Welt gestalten, weil wir so gesellschaftlich uns Ereignisse kreieren von Umweltverschmutzung und allem, womit ihr euch, glaube ich, genug und gut auskennt, die wir eigentlich aber ganz persönlich und wenn man 1:1 mit Menschen spricht, überhaupt nicht wollen. Und da haben wir gemerkt, Entscheidungen treffen ist eins der Hauptpunkte oder so ein großer Hebel. Genau, und wie man das runterskalieren kann auf Teams und Organisationen, deswegen arbeite ich gerade bei meinem Grundeinkommen. Also vor 2 Jahren oder so haben wir unsere Hierarchien komplett abgeschafft, von sehr flachen Hierarchien zu jetzt gar keinen Hierarchien mehr. Und auf einmal stellten sich die ganzen Fragen so, wer entscheidet jetzt eigentlich was? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir davon aus oder wie schaffen wir es gemeinsam, immer noch das zu erreichen, wo wir hinwollen, ohne uns vielleicht in so ewig langen Diskussionen zu verheddern? Genau, und das machen wir jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Und einige Entscheidungswege, die ich entweder auf dem Weg oder bei uns bei meinem Grundeinkommen, die wir ausprobieren, habe ich euch heute mitgebracht. Und ich will gar nicht so viel philosophisch über Entscheidungen erzählen, das mache ich so ein bisschen am Anfang. Und dann vor allem ganz viele Praxisbeispiele, die ihr mitnehmen könnt und so einfach bei euch ausprobieren könnt. Genau, egal wo ich so gewesen bin, irgendwie eine dieser Sätze habe ich in den meisten Entscheidungsrunden gehört. Es dauert mal wieder ewig. Es kamen wieder nur die Leute zu Wort, die am lautesten waren. Ist neben diesem ganzen Ego eigentlich noch Platz für die Aufgabe, die wir zusammen erreichen wollen? Es wurde schon alles gesagt, nur eben noch nicht von mir. Wir kommen mal wieder vom Thema ab, oder wie sind wir denn hier gelandet? Eigentlich ging es doch darum. Und seid ihr eigentlich offen, euch mal gegenseitig zu verstehen, statt nur zu streiten? Wer von euch kennt denn von diesen 6 Sätzen so 5 oder 6? Hebt mal die Hand. Und wer von euch kennt denn, also lasst die Hände mal oben, die diese gerade gehoben haben, wer von euch kennt denn 4 von diesen 6 Sätzen? Ja, ich würde sagen, es sind so 2/3, wenn nicht sogar mehr, vielleicht sogar 3/4. Genau, das ist nämlich was, was ich auch ständig erlebt habe und mich frage, irgendwie muss es doch sinnvoller und intelligentere Wege geben, wie wir Entscheidungen zusammentreffen. Weil das ist es ja irgendwie nicht. Und was wir so kennen ist, entweder wir machen alles zusammen und entscheiden so im Konsens, bis wir alle dafür sind. Oder die andere Richtung ist, wir haben einen und das ist vor allem so die Hierarchie. Also wir haben einen Chef und der entscheidet einfach und an den kann ich hoch eskalieren. Und dazwischen ist aber so eine riesen Bandbreite, die wir gar nicht nutzen. Und worauf die Entscheidungen, die ich euch vorstelle heute, so basieren, sind vor allem darauf. Also wie können wir eigentlich unsere Unterschiedlichkeit, die wir haben, nutzen? Ich war heute bei so einer Tanzinszenierung auf der Fusion. Und was ich spannend fand, ist, dass sie am Anfang in so einer klassischen Formiertheit alle in gleichem Bewegungsablauf sich bewegt haben, sich irgendwann davon losgelöst haben, wie wir das von Hierarchie zum Beispiel auch kennen, wo wir einfach alle klar in die gleiche Richtung laufen, weil wir das halt so kennen. Ob das gesellschaftlich vorgegeben ist, das kennen wir aus Schulen, das kennen wir aus Unternehmen. Aber in dem Moment, wo wir uns da rauslösen,
und einzelne Stärken wieder wahrnehmen, können wir uns auch entscheiden, uns zum Beispiel wieder in der Gleichförmigkeit zu bewegen. Oder in anderen Worten, vielleicht war das jetzt ein bisschen komplex, weil ich so inspiriert war von diesem Tanzen. Ich glaube, es ist genauso Quatsch zu sagen, wir wollen keine Hierarchie, deswegen machen wir das komplett andere Spektrum. Und versuchen so alle gleich zu machen, indem alle bei allen Entscheidungen mitentscheiden dürfen. Sondern worum es mir mehr geht, ist, wie schaffen wir es eigentlich, Weisheit statt Ego zu leben. Also Menschen an der Stelle wahrzunehmen, in der sie wirklich eine Kompetenz haben. Und Menschen, die an einer Stelle eine wirkliche Kompetenz haben, auch entscheiden zu lassen. Also zum Beispiel, ich bin sehr froh, dass ich die Technik nicht machen muss. Und dass ich mich einfach an die Technik-Jungs da drüben wenden kann, weil die wissen, was sie tun und die wissen, was es braucht. Und ich muss da nicht mitreden. Genau, ich bin mit dem Vorgeplänkel auch gleich fertig. Genau, und eine andere Sache, die ich so zugrunde lege, ist, es geht nicht um Ernst. Also Entscheidungen, die wir einmal treffen, sind nicht in Stein gemeißelt und müssen die nächsten 150 Jahre halten, sondern Entscheidungen sind was Dynamisches, quasi was Spielerisches, die wir regelmäßig revidieren können und anpassen können. Und worum es geht, ist so diese Bandbreite, nämlich wir können Entscheidungen delegieren, wir können Entscheidungen auch zusammentreffen. Es geht nur darum, können wir als Gemeinschaft oder als Team den Modus wechseln, passend zur Situation, zur Entscheidung, die getroffen werden muss oder zur Person, die die Entscheidung trifft. Und das macht für mich viel der Intelligenz aus. Oft gehen wir, wenn es um Entscheidungen geht oder wir sie demokratisch fällen, davon aus, dass die Entscheidung die beste ist, wo die meisten zustimmen. Wenn man sich hier aber anguckt, die stimmen zu, denen ist es egal oder sie haben keine Meinung und die sind dagegen, da sind die beiden Vorschläge schon grundsätzlich anders zueinander. Sie haben zwar den gleichen Zustimmungsfaktor, aber die anderen haben viel mehr Menschen dagegen, als sie dafür haben. Oder bei der Entscheidung ist es genauso, dass die obere, der Vorschlag 3, hat zwar mehr Zustimmung, also würde man demokratisch sagen, ach, wir nehmen Vorschlag 3 statt Vorschlag 4, aber es gibt auch viel mehr Menschen, die dagegen sind, die wir verlieren würden, wenn wir diesen Vorschlag annehmen. Und was für mich oft Sinn ergibt, ist, sich deswegen anzuschauen, nicht nach Konsens, wie sind wir alle dafür, aber auch nicht demokratisch, nämlich welcher ist der Vorschlag mit den meisten Zustimmungen, sondern eher zu zählen, in welchem Vorschlag haben wir denn vielleicht am wenigsten Bedenken oder Vetos. Weil dann ist die Akzeptanzspanne höher, die Menschen, die mitgehen in der Mitte, weil sie, so wie ich bei der Technik, entweder keine Ahnung haben oder es ihnen auch egal ist. Plus die Menschen, die eine große, in die eine oder andere Richtung eine große, wie sagt man das denn, eine große Meinung haben. Wenn ich jetzt sage, ich hätte die Folien vielleicht weiter hinten machen müssen. Egal, wir machen einfach weiter. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte in diesem Beispiel von Entscheidungen allein treffen oder sie in der Gruppe treffen, gibt es ein Spiel, mit dem ich entscheiden kann oder herausfinden kann, wie wir das eigentlich in der Gruppe machen wollen. Das heißt Delegationspoker. Bei Leadership Buch 3 organisieren wir immer so ein Festival mit 80 Leuten. Und haben dieses Jahr das erste Mal das an ein neues Kernteam übergeben, die das hauptberuflich sozusagen, die das hauptamtlich machen.
Und in dem alten Kernteam, dachte ich, sind wir total klar, welche Aufgaben wir denen übergeben und sie voll entscheiden lassen und welche nicht. Und wir haben uns bei vielen Entscheidungen diese Karten genommen und haben die gleichzeitig auf den Tisch gelegt. Also haben gesagt, okay, wer entscheidet über die Finanzen des diesjährigen Festivals? Und dann haben alle fünf gleichzeitig gezogen, entweder die erste mitteilen, also wir treffen die Entscheidung und teilen sie nur mit. Oder das zweite, wir treffen die Entscheidung selbst und erklären es den anderen, also sie können noch Rückfragen stellen. Wir konsultieren sie als drittes, also wir fragen erst deren Meinung ab und entscheiden dann selbst. Wir treffen die Entscheidung gemeinsam als viertes. Wir beraten, das heißt, wir lassen das neue Core-Team die Entscheidung treffen, aber stehen ihnen mit der Erfahrung, die wir haben, zur Seite. Wir übertragen die Entscheidung, das heißt, sie können komplett selbst entscheiden, wie viel zum Beispiel ein Ticketpreis ist, und wir wollen am Ende nur noch die Informationen haben. Oder wir lassen die selbst entscheiden und brauchen nicht mal mehr die Informationen. Und was sich bei uns zum Beispiel gezeigt hat, bei vielen Fragen waren wir einfach uneinig. So an so kleinen Stellen, meistens so zwischen 3 und 5. Und es ist total spannend, sich über diese einzelnen Fragen, zum Beispiel, wer ist für die Finanzen verantwortlich? Wer kann Externe einladen? Wer macht die öffentliche Kommunikation? Und sich jede dieser Fragen einzeln anzuschauen und zu gucken, okay, in welchem Modus wollen wir die denn überhaupt beantworten? Und entscheiden und danach zu gucken, mit welcher Entscheidungsmethodik machen wir das denn dann eigentlich. Wer eben hier war, kennt die erste Entscheidungsmethodik schon. Holacracy und Soziokratie haben die ziemlich ähnlich, nämlich es gibt eine Person, an die wird es delegiert. Fertig. Egal, welche Entscheidung es gibt, wenn wir uns nicht einig werden können, wählen wir eine Person, die entscheidet das, bumm. Und dann kann man gucken, wie würde man diese Person besetzen, zum Beispiel nach höchster Kompetenz, nach jemandem, der das lernen möchte, nach Motivation oder eine Person, die so die höchste Spannung damit hat. So manche Menschen sind ja total leidenschaftlich irgendwie an einem Thema und wollen das dann zum Beispiel entscheiden. Zum Beispiel hat das ZEC, ich weiß nicht, wer die Lebensgemeinschaft hier in der Nähe von Berlin kennt, die haben so den Bereich der Lebensgemeinschaft und dann so deren Geschäftsbetrieb sozusagen, wo sie die Veranstaltungen machen, da habe ich das erste Mal kennengelernt. Die nutzen diese Art von Entscheidung in diesem Geschäftsbetrieb, wo es um die landwirtschaftlichen Erzeugnisse geht, wo es um die Veranstaltung geht. Die haben so als Grundlage dieses Holacracy, das ist ein ganzes System drumherum, aber das finde ich halt als Entscheidungsprinzip eine ganz gute. Oder das zweite, wie ich delegieren kann, ist zum Beispiel an eine Gruppe. Ich habe in meinen Unternehmen kennengelernt aus den USA, Morningstar heißen die. Manche, die Lalu gelesen haben, kennen das Unternehmen vielleicht. Die haben zum Beispiel gesagt, die sind 600 Leute, glaube ich, und haben gesagt, unseren Finanzprozess, also wie Menschen ihr Gehalt bekommen und welches Gehalt sie bekommen, lösen die auf diese Art und Weise. Es gibt eine Gruppe aus der Belegschaft, die sich wählen lassen kann. Den schicke ich meinen Brief als, was habe ich denn eigentlich gemacht, warum, glaube ich, sollte ich dieses oder jenes Gehalt erhalten. Die lesen diese ganzen Briefe durch und dann bewilligen sie oder lehnen sie meinen Vorschlag ab, welches Gehalt ich bekommen soll. Weil die sagen, wir wollen uns nicht mit 600 Leuten damit beschäftigen, aber wir trauen 10 Leuten zu, die wir gewählt haben, dass sie eine gute und sinnvolle Entscheidung für uns treffen. Und die versuchen sie so aus unterschiedlichen Organisationsbereichen zu bringen, dass man am Ende wirklich auch noch Rücksprachen halten kann. Also wenn du zum Beispiel dich immer zu niedrig einschätzt, dann kann ich das wahrscheinlich dann sogar einschätzen und sage, ey, vielleicht solltest du mal 10% mehr nehmen, du hast auch richtig gute Arbeit geleistet letztes Jahr. Eine Möglichkeit,
für diejenigen, die sagen, okay, eine Person entscheidet, finde ich grundsätzlich gut, aber ich will, dass wir als Team nochmal die Möglichkeit haben, uns damit zu beschäftigen oder unseren Input zu geben. Ist eine Möglichkeit, dass man so Perspektiven integriert, also dass man so einen Beratungsprozess damit macht. Das heißt, am Ende könnte ich zum Beispiel entscheiden, so wie hoch ich den Ticketpreis auf der Fusion nächstes Jahr setzen will. Aber ich muss noch drei Personen fragen, nämlich jemanden, der betroffen sein wird, also vielleicht jemanden von euch, jemanden, der mehr Ahnung hat, das heißt wahrscheinlich jemanden, der die Fusion das letzte Mal schon mitorganisiert hat, und jemanden, der mehr Erfahrung oder einen größeren Überblick hat. Sodass gewährleistet wird, dass ich nicht irgendeinen Quatsch mache, entweder ich nehme nur noch 10 Euro für den Ticketpreis und wir können das ganze Festival nicht mehr organisieren, weil ich es einfach nicht besser weiß, oder ich nehme 500 Euro oder 1500 Euro und damit kommen nicht mehr viele Leute und dieses Prinzip von wir wollen alle einladen ist nicht mehr gegeben. Genau, Holacracy hat das Prinzip auch, indem ich wie eine Beratung mache, am Ende entscheide ich wieder selbst, aber ich würde fragen, ich würde euch einen Vorschlag einbringen, zum Beispiel der nächste Ticketpreis sollte 70 Euro sein, dann könnt ihr Verständnisfragen stellen, fragen, okay, und ist das der Ticketpreis für alle oder gibt es da noch Ausnahmen für Menschen, die sehr viel verdienen oder Menschen, die sich nichts leisten können? Dann kann ich darauf antworten oder sagen, das weiß ich noch nicht, ist noch nicht spezifiziert. Dann kann das ganze Team so einer nach dem anderen eine Reaktion abgeben von, finde ich richtig geil, ja, 70 Euro ist ein guter Preis, oder hä, das finde ich total bescheuert, wieso machst du denn das, hast du da und da und daran nicht gedacht, ich würde es irgendwie anders machen. Und dann habe ich die Möglichkeit, meinen Vorschlag nochmal anzupassen. Ich sage, okay, Mascha zum Beispiel hat einen richtig guten Input, die hat die Fusion letztes Jahr mitorganisiert, sie sagt, vielleicht wären 50 Euro besser. Dann passe ich meinen Vorschlag an und dann gehen wir nochmal die Runde rum, um nach Vetos zu fragen. Das heißt, gibt es berechtigte Einwände, warum es dieser Vorschlag hindern könnte oder uns irgendwie zurücksetzen würde in unserer Arbeit, die wir bis jetzt getan haben? Und die grundsätzlichen Fragen für ein Veto sind, ist es gut, also ich habe die auf Englisch genommen, weil die so griffiger sind, is it good enough for now and safe enough to try? Ist es so gut, wie es geht bis jetzt und ist es sicher genug, es einfach auszuprobieren? Weil wir so von dem Grundsatz ausgehen, es ist spielerisch, Entscheidungen werden eh immer neu getroffen, wenn wir neue Erkenntnisse haben. Das heißt, wir probieren was aus, kriegen neue Erkenntnisse, probieren das nächste aus, kriegen neue Erkenntnisse. Wenn ihr nochmal an diese Folie denkt, mit den Balken, wie viele Zustimmungen, wie viele Vetos wir haben, gibt es eine Entscheidungsmethode, die sich genau nur mit diesen Veto- oder Widerstandsabfragen beschäftigt. Weil die sagen, die Leute, die dagegen sind, wir wollen ja so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Und von den Grünen und von den Grauen, die sind dabei, aber die vielleicht nochmal gesondert gehört werden müssten, die vielleicht Informationen haben oder die so eine persönliche Spannung damit haben, die wollen wir nochmal extra rausholen. Das heißt, wir haben eine Veto-Abfrage und du hast verschiedene Optionen. Und das ist eins, so, ich kann vorbehaltlos zustimmen, finde ich richtig gut. Zwei ist, ich habe so leichte Bedenken, aber ist okay, ich muss dafür nicht gehört werden. Drei ist, ich habe eher so mittelschwere Bedenken, ich möchte da nochmal gehört werden. Vier, wenn ich nicht gehört werde, kann ich es nicht mittragen. Ich habe irgendwie Informationen. Oder fünf, ich habe ein Veto, ich blockiere die Entscheidung komplett. Also ich müsste die Gruppe verlassen oder die Aufgabe verlassen, wenn wir das entscheiden, kann ich nicht mittragen. Und ich habe mal von jemandem gehört, das fand ich ganz spannend, so die Daumenregel. So ein Veto gibt man 2 bis 3 Mal im Leben. Die meisten anderen Entscheidungen kann man ganz gut mittragen. Das sind dann eher so Meinungen oder... Und was man versucht, sind die Dreier und die Vierer
oder eben auch die Fäuste sich anzuschauen und zu gucken, welche Intelligenz steckt denn in diesen Beiträgen und die so lange mit einzuweben, bis es keine Bedenken mehr gibt. Was anderes ist als Zustimmung. Genau, oder das andere, das habe ich jetzt schon vorweggenommen. So, gibt es berechtigte Einwände im Sinne von, würde es uns schaden oder in unseren Anstrengungen zurücksetzen, wenn wir das machen? Was wir eben schon gehört haben, wer bei dem Soziokratie-Workshop da war, es geht hier nicht um Meinung oder um Wünsche. Wünsche ich mir die Website, die wir bauen, in Rot oder in Grün? Das ist irgendwie nicht ganz so wichtig. Das können wir rausfinden über Feedback. Sind sie bewiesen oder kann ich mit einem Gegenvorschlag kommen, den ich besser finde? Dann ist der Einwand berechtigt. Genau, und das witzigste Beispiel ist aus einem norddeutschen Unternehmen, die stellen Kleiderbügel her. Und der Chef hat Selbstorganisation eingeführt und ist komplett aus dem Unternehmen rausgegangen, weil er im Burnout war und es einfach nicht mehr konnte, dass alles über seinen Schreibtisch geht und jede Entscheidung über ihn getroffen werden musste. Und der hat dann so ein paar Regeln eingeführt, wie Menschen miteinander sprechen, wie sie sich gegenseitig Feedback geben. Sie haben auch einen Delegationsprozess zum Beispiel. Und das Coolste, was ich bei ihm fand, war, es gibt so Entscheidungen, die können auf Dauer nicht getroffen werden. Die sind in jeder Organisation ein bisschen anders. Bei meinem Grundeinkommen ist so eine große Frage, wie gehen wir mit Finanzen um? Setzen wir einfach Finanzkennzahlen fest und die sieht dann jeder, sodass wir Weiterbildungsbudget und sowas darauf basieren können. Und unser Finanzamt sagt, nee, das ist Quatsch, weil man muss die Zahlen irgendwie interpretieren und wir wollen dann gemeinsames Verständnis. Und dieses Thema beschäftigt uns seit Anbeginn der Zeit. Und dann haben wir verschiedene Vorschläge und irgendwie kommt keine dazu, dass wir sagen, ja cool, so machen wir es und dann ist es gelaufen. Und so Themen haben die auch. Und der hat gesagt, so einmal im halben Jahr treffen die sich einfach in der ganzen Gruppe, stehen auf dem Hof und sagen, alle diesen großen Fragen, zu denen wir uns nicht entscheiden können, für die nehmen wir uns jetzt gesammelt 15 Minuten Zeit und entscheiden die einfach. Weil wenn wir so lange darüber diskutieren, sind es Hinweise dafür, dass wir nach Meinungen gucken und nicht nach wirklichen Fakten. Und vielleicht ist es einfach egal, welche Entscheidung wir treffen. Wir müssen einfach mal eine ausprobieren. Und egal wie viele große Topics es gibt, 15 Minuten nimmt sich die Gruppe Zeit und eine nach der anderen wird jetzt einfach entschieden. Und dann spätestens ein halbes Jahr später können sie die neu entscheiden. Das meine ich so mit so einem spielerischen Ansatz. Es geht nicht immer um die perfekte Lösung, sondern es geht irgendwie um den nächsten Schritt. Und dann finden wir neue Informationen und ändern die vielleicht und dann geht es um den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Wenn man sich gar nicht entscheiden kann, gibt es einmal so eine Website, wie so eine App, da kann ich hier eingeben, was ist mein erster Vorschlag, was ist mein zweiter Vorschlag und der entscheidet für dich. Zu der kann ich euch immer leiten, wenn ihr gar nicht entscheiden könnt oder ich werfe eine Münze. Genau, das war's tatsächlich. Dann haben wir ja jetzt noch massig Zeit für Fragen und Antworten. Und ich habe mich mit dem Mikrofon bewaffnet und ihr zeigt auf und ich komme dazu euch. Machen wir so, oder? Ja. Also Hände hoch. Ah. Hallo, erstmal danke, war ein echt cooler Vortrag. Ich habe jetzt mal, also es sind echt super gute Ansätze. Wie würdest du persönlich damit umgehen, wenn du jetzt, sage ich mal, zwischen fünf Sachen entscheiden müsstest und du kannst nur eine Wahl treffen?
Und es ist nicht so spielerisch, dass ich quasi, dass man in einem halben Jahr dann nochmal wechseln könnte. Also die anderen vier Entscheidungen sind dann nicht mehr für einen da. Mhm. Also, hast du ein Beispiel? Ja, Wahl zwischen der Universität, wo man studieren will zum Beispiel, oder zwischen dem Ausbildungsbetrieb. Wenn man jetzt von drei Ausbildungsbetrieben genommen wird und man entscheidet sich für einen, dann ist ja nicht nach einem halben Jahr die Chance, jetzt noch einfach mal zu wechseln, weil man dann denkt, oh ja, der andere könnte mir vielleicht doch besser gefallen. Sondern dann müsste man ja schon vielleicht ein Jahr, zwei Jahre und dann nochmal wechseln. Dann wird man ja auch in seinem Fortschritt so ein bisschen zurückgesetzt. Wie würde so eine große, also ist jetzt komisch mit einer Firma, in der Firma ist das natürlich anders, aber wie würde man damit umgehen, so aus eurer Sicht, aus eurer spielerischen, flexiblen Sicht? Ich weiß nicht, ob aus unserer Sicht, aber ich würde wahrscheinlich versuchen, erstmal so viel Informationen zu bekommen wie möglich. Und wahrscheinlich nicht nur rational. Also wenn ich könnte, mal ein paar Tage mitarbeiten und einfach neben diesen ganzen Fakten von wie viel Urlaub und welche Leute und ist es die Richtung, in die ich gehen will, auch so wirklich ein Gefühl zu haben, fühle ich mich da wohl, das ist für mich total wichtig. Genau, oder meine Schwester finde ich so krass, die schreibt einfach irgendwelche random Leute auf Facebook an. Ich bin da nicht so digital, aber die hat dadurch ihre Uni-Wahl zum Beispiel getroffen. Ja, bei den 15-Minuten-Entscheidungen wird das dann einfach per Mehrheit entschieden? Gibt es kein Vetorecht oder müsste man sich da auch im Vorhinein drauf einigen? Nee, das ist, die nehmen sich dann, je nachdem wie viele Themen sie haben, sagen wir fünf, haben sie 3 Minuten pro Entscheidung und dann ist es so ähnlich wie in diesem delegierten Prozess, dass du machst einen Vorschlag und dann werden nochmal Rückfragen gestellt beziehungsweise Reaktionen gegeben. Also es gibt kein so richtiges Veto-Verfahren mehr. Und dann wird in der Zeit, die man hat, wird dieser Vorschlag angepasst, was meistens nicht so viel ist. Genau. So, dann muss ich einmal quer durchs Bild laufen. Ich habe eine generelle Frage zum Vetorecht. Wie stehst du dazu? Kann ein Vetorecht nicht auch total eine Gruppe behindern und Sand ziehen? Und läuft es auch nicht in einigen, also kann es nicht auch in einigen Fällen darauf hinauslaufen, dass, dass es total undemokratisch ist, dass eine Person irgendeinen Entscheidungsprozess halt blockieren kann? Also für mich kommt es darauf an, welche Entscheidungen du treffen willst, weil ich glaube, es gibt Entscheidungen, bei denen ist es total wichtig, dass es in einem Konsens, also alle mitentscheiden, so Dinge, die man nicht gut rückgängig machen kann. So, ich kann niemanden mal testweise feuern und ihn dann, wenn es nicht geklappt hat oder wenn es doch besser ist, mit der Person, die wieder zurückholen. Es ist nicht genau das Beispiel, aber ich merke, es gibt so einzelne Situationen, in denen finde ich das zum Beispiel total wichtig, dass wir ein Vetorecht haben und dass alle wirklich dafür sind. Und sonst, wenn man zum Beispiel mit Holacracy arbeitet, dann haben die ganz klar definiert, was Vetos sind. Und ich habe noch nie erlebt, also ich arbeite damit jetzt seit 4 Jahren, ich habe noch nie erlebt, dass ein Veto wirklich valide war. Und du kannst, wenn du nicht nach Holacracy arbeitest, im Vorfeld definieren zum Beispiel, was Veto bedeutet für euch und nach welchen Maßnahmen für dich einfach ein Veto gegeben werden kann. Da vorne. Fangen wir mit der Dame an. Es gibt ja auch durchaus Diskussionen in der Gruppe, die haben sich einfach bis zum geht nicht mehr hochgesteigert und dann muss aber jetzt einfach ein Veto. Und dann gibt es auch irgendwie eins. Aber wie, also ich frage mich immer, gerade in Gruppen, ja, also es hört sich so bequem an bei dir. So, aber das geht eigentlich von einer Gruppe aus, die ja möglichst emotional neutral ist oder wo die Wellen noch nicht so hochgeschlagen ist. Aber ich kenne das auch einfach, dass dann viel Feuer da ist. Und wie gehst du damit um in Gruppen, wo man merkt, okay, eigentlich müssen wir erstmal irgendwie uns ein Jahr lang nicht sehen und dann können wir uns wieder treffen und nochmal reden. Na, also
Es ist eine Frage, wann du einen Entscheidungsprozess implementierst, wenn schon Konflikt da ist oder wenn ihr auf einem guten Level arbeitsfähig miteinander seid. Und ich glaube, Konfliktlösung ist was anderes als eine Entscheidung treffen. Holacracy zum Beispiel sagt deswegen, es geht immer so reihum in dieser Runde Rückfragen, Verständnisfragen und dann meine Veränderung des Vorschlags, damit nicht immer die lauteste Person die ist, die gehört wird, sondern dass jede Perspektive wirklich integriert werden kann. Und dann kannst du dich nicht automatisch irgendwie so vom Thema wegbewegen oder in so einer kleinen Seitendiskussion verhängen, weil du hast nur so und so viel Rederecht und es ist relativ rigide. Also bei meinem Grundeinkommen sind alle eher auf Harmonie und wir wollen das zusammen machen und es ist cool, sich nicht zu streiten. Die fanden das ein bisschen komisch am Anfang, weil ich dann auch ziemlich klar reingehe, so, nee, das ist keine Verständnisfrage. Und das am Ende, wir haben das jetzt zweimal gemacht, nach dem ersten Mal war es so, keine Ahnung, und nach dem zweiten Mal ist es mega gut gelaufen, weil wir innerhalb von einer Stunde mittlerweile 5, 6 große Themen abhandeln, die vorher so einen Teamtag von 3 Tagen eingenommen hätten. Beantwortet das schon deine Frage? Dann machen wir hier gleich weiter. Ich habe noch eine Frage zu dem Einsatz von dieser Holacracy-Governance-Methode. Angenommen, wir sind jetzt in einer Situation, wir wollten irgendwas entscheiden und das hat aber nicht funktioniert. Die Leute waren sich uneinig und wir sagen, okay, wir wählen jetzt jemanden, der das dann für uns entscheidet. Und dann sage ich, okay, ich schlage den Tim vor und dann schlägt jemand irgendwie noch jemand anders vor und dann sind irgendwie 5 Leute vorgeschlagen und einer will das aber nicht machen. Also wie geht es dann ab dem Punkt sozusagen weiter? Müssen die Leute oder wählen die Leute sich, stellen die sich auf freiwillig oder wie wird das gemacht? Holacracy hat dafür eine Rolle. Und die Rolle entscheidet, wer diese Rolle besetzt. Ne? Wieder eine Person entscheidet. Wir bei meinem Grundeinkommen machen das anders. Wir wählen dann diese Rolle. Und das ist manchmal per Handzeichen und manchmal wie in Soziokratie, dass man jemanden nominieren kann und wir uns dann anhören, warum wir verschiedene Menschen nominiert haben. Das ist unterschiedlich. Aber Holacracy würde sagen, eine Person, fertig. Das geht hier direkt weiter. Wir haben jetzt viel über die Entscheidungsträger gesprochen. Wie gehe ich damit um, wenn ich eigentlich in einem System eher bin, wo nach Holacracy entschieden wird, ich aber die Betroffene bin und gegebenenfalls das Ergebnis nicht mittragen will? Soll ich ein Beispiel geben? Mhm, gerne. Ich arbeite für eine Stadtverwaltung, ich leite ein Theater und ich habe die Teilung meiner Stelle vorgeschlagen und darüber entscheidet die Politik. Ich fühle mich dadurch tatsächlich entmächtigt hinsichtlich des Themas Selbstbestimmung oder dergleichen. Ich habe auch kein Vorschlagsrecht, sondern die Politik entscheidet einfach und ich kann dann gehen oder bleiben. Und das finde ich schlimm. Das Problem haben wir bei meinem Grundeinkommen tatsächlich auch, weil wir gerne... Also wir sind als Verein organisiert und intern spielt diese Rechtsstruktur halt überhaupt keine Rolle, sondern wir versuchen uns über eine Person, die dann Vorstand ist und rechtlich so die Verantwortung trägt, aber so abzuschirmen, dass wir komplett frei experimentieren können. Und die Person hat aber immer wieder die Aufgabe, diese Reibungspunkte oder diese Reibungsperson zu sein. Weil die wird rechtlich einfach zur Verantwortung gezogen, wenn wir verklagt werden, wenn irgendwelche Rechtsgeschäfte abgeschlossen werden müssen. Und das ist, also in Holacracy ist das nichts, womit Holacracy zum Beispiel arbeitet, weil die sagen, dass die Konstitution muss von den Chefs unterschrieben werden und damit wird alle Macht von Chef oder von Managern an das ganze Team gegeben. Genau, und wenn du mit der Politik arbeitest, glaube ich, sind nochmal ganz andere Fragen als wie treffen wir Entscheidungen, spielen da eine Rolle. Also da würde ich, also ich weiß nicht pauschal so auf der Hüfte geschossen, wie ich damit umgehen würde, aber ich glaube, dass dich das dann nicht so weiterhilft, das weiterbringt. Wer will nach Mensch ganz da drüben? Ich fliege mal eben über nicht rüber, sorry. Schafft ihr es zum Beispiel in meinem Grundeinkommen oder auch die Firmen, die du berätst, die meisten oder alle Entscheidungsprozesse mit gemeinsamen Systemen, also wie bis auf diese 15-Minuten-Runden abzuhandeln oder müssen sozusagen immer wieder mal 15-Minuten-Runden einberufen werden
Und sind diese dann auch, führen die zu einem nachhaltigen Handeln, weil das ja oft die ja, meist diskutierten Themen sind, sozusagen, die dann einfach zack, 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 weggearbeitet werden. Bei meinem Grundeinkommen haben wir diese 15 Minuten gar nicht, sondern wir arbeiten mit so einer Mischung aus eine Person entscheidet, beziehungsweise eine Rolle und so Fallberatung. Ich hole mir Unterstützung und Expertise so von Einzelnen, wo ich mir die wünsche. Weil bei uns kam das Problem eher von der anderen Seite, dass Menschen gar nichts alleine entscheiden wollten. Und das hat eher zu langen Diskussionen geführt, als wenn eine Person mal einen Vorschlag macht. Genau, und in anderen Organisationen, ich kenne kaum jemanden, der wirklich so viel experimentiert wie wir, außer es ist so, sind auch so Sozialkontexte. Und da habe ich den Eindruck, dass eher das mal eine Person entscheidet das wirklich und holt sich nur noch einzelne Personen ran, ist eher das Problem. Das beantwortet noch nicht deine Frage, oder? Warte, dann das kriegen wir sonst nicht aufgezeichnet. Dann komme ich nochmal rüber zu dir. So ist besser, danke. So, sorry. Du hast zuletzt gesagt, das ist eher das Problem, oder? Mhm. Also sagen, dass zu wenig gemeinsam entschieden wird. Nee, dass zu viel gemeinsam entschieden wird. Also ich kenne in den meisten, vor allem sozialen Organisationen, dass man so eine Angst hat, eine eigene Entscheidung zu treffen. Genau, das verstehe ich. Und andersrum, sozusagen in nicht sozial motivierten oder aufgestellten Organisationen ist es tendenziell andersrum, sagst du, oder? Also wir haben gerade ein Unternehmen von 300 Leuten, die haben so gewisse Themen, die immer noch im Management entscheiden wollen, wo sie sagen, da dürfen die anderen nicht ran. So Gehalt ist so ganz klassisch. Und da versuchen wir so nach und nach und Schritt für Schritt Entscheidungen aufzuweichen. So, ich glaube nämlich, das habe ich ja am Anfang gesagt, ich glaube weder das eine nur zu machen, also nur immer alles gemeinsam, noch nur immer über die Hierarchie zu gehen, ist wirklich intelligent. Sondern da versuche ich eher so ein bisschen mehr Flexibilität und Dynamik reinzubringen. Jetzt sind wir happy, oder? Ja. Gut. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wo? Ah! Wieder auf der anderen Seite. Ihr haltet mich hier richtig fit. So, los geht's. Ich habe so ein bisschen so eine Huhn- und Ei-Frage. Man muss ja eigentlich am Anfang überlegen, wie wir entscheiden, also sich auf ein Entscheidungsmodell einigen. Und da hatte ich schon öfter irgendwie das Problem, dass das nicht geklappt hat. Und das ist ja eigentlich eine sehr wichtige Voraussetzung, damit überhaupt alle Entscheidungen, über die entschieden wird, getragen werden. Und da fiel uns eben nur ein, dass die Menge der Menschen sehr homogen sein muss und irgendwie den gleichen Wissensstand haben muss, um zu entscheiden, welches Modell angewandt wird. Die Frage hatte ich bei meinem Grundeinkommen auch, als ich dort angefangen habe. Das war genau kurz nach dem Punkt, wo sie entschieden haben, Hierarchien aufzugeben. Und dann die Frage war so, okay, und was machen wir jetzt? Und ich habe tatsächlich angefangen, fast ein halbes Jahr lang nur an Feedback zu arbeiten. Also wie weiß ich, was ich überhaupt sagen will? Wie bringe ich das klar rüber, also dass man mich verstehen kann und empathisch, sodass du es auch annehmen kannst? Und dann habe ich irgendwann mal so einen 3-Tage-Holacracy-Workshop mit ein bisschen Entscheidungsmethoden reingebracht. Und dann haben wir geguckt, wie entscheiden wir denn eigentlich? Weil ich so gemerkt habe, wenn ich mir gar nicht klar bin und mir nicht zutraue, dass ich Feedback geben kann und dir nicht zutraue, dass du es annimmst und mich wirklich hörst und das mit in deine Entscheidung einfließen lässt, traut man sich die meisten Sachen gar nicht zu machen. Frage beantwortet? Wenn da noch Zweifel ist, wir haben noch Zeit, also. Willst du nochmal? Gut, okay. Wer will denn nochmal? Hier hinten. Da vorne. Ausnahmsweise mal nicht auf der anderen Seite. Ja, wir haben ein Team, wo es recht chaotisch irgendwie ist. Und gerade die Frage vorher hat mich jetzt so bewegt zu fragen, braucht es dann eigentlich ein Coaching für die Leute selber? Also muss man erstmal davon absehen, Entscheidungen zu treffen und erstmal auf diesen Weg oder den Weg vorfühlen, wie kommen wir selber zu Entscheidungen und wie bringen wir uns ein? Brauchen wir da eine Person, womöglich von außen, die uns erstmal darin stärkt, wie wir für uns Entscheidungen treffen, bevor wir uns irgendwie einig werden können?
Das finde ich schwer, pauschal zu beantworten, weil ich euch nicht kenne. Aber wenn ihr so einige Sachen probiert habt und irgendwie nicht auf einen grünen Zweig kommt, dann kann es, glaube ich, helfen, jemanden von außen zu haben. Einfach, weil die Person ein bisschen klarer spiegeln kann, was sie bei euch sieht oder vielleicht Dinge anspricht, die ihr intern nicht so leicht ansprechen könnt. Haben wir noch jemanden? Also ich würde auch noch mal quer durchs Zelt laufen. Hier drüben musst du, glaube ich, auch. Wo? Ich sehe nichts. Wer winkt? Ich sehe... Ach da! Menschenskinder, ist doch wieder quer durchs Zelt. So. Mich würde mal interessieren, du hast ganz viele so über Rationalität, kam es oft in den Entscheidungen erzählt. Wie geht ihr denn mit Emotionalitäten um? Wir haben bei meinem Grundeinkommen angefangen, so wie so den Sinn von Meetings abzutrennen. Das heißt, wir haben Treffen, in denen geht es nur um, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, so an Themen, die wir täglich entscheiden müssen. Dann haben wir Treffen, wo es nur darum geht, wie setzen wir eigentlich den Rahmen unserer Arbeit. So, welche Rollen haben wir, welche Entscheidungsprozesse haben wir, welche anderen Abstimmungen haben wir. Und dann haben wir Treffen, wo es nur wirklich um das Zwischenmenschliche und Persönliche geht. Also wie geht's dir? Wo willst du hin? Wo willst du vielleicht auch nach meinem Grundeinkommen arbeiten? Und wir haben gemerkt, dass es uns total hilft, weil Emotionalität und Menschlichkeit hat in Holacracy immer nicht so viel Platz. Und es gehört aber zu uns dazu. Und wir schaffen das jetzt immer besser, so Themen, dass die sich auch so durchmischen, ohne dass sie sich gegenseitig überlagern. Weil manchmal, wenn ich über Prozesse rede und ich will eigentlich nur eine Entscheidung, so wie gestalten wir jetzt den Preis von der Fusion nächstes Jahr und du hast aber irgendein emotionales Thema, keine Ahnung, mit mir zum Beispiel, weil wir uns davor schon mal gestritten haben und blockierst dann so und es kommt alles zusammen in ein Meeting, dann kommen wir halt nicht zu einer Entscheidung, dann kommen wir nicht zurande. Und wir machen zum Beispiel ganz viel GfK-Seminare, so um diesen zwischenmenschlichen Raum immer wieder zu klären. Und dann kann ich dich auch hören, wenn du sagst, ich habe damit eine Spannung, es fühlt sich nicht gut an und du kannst es aber noch nicht in Worte fassen. Das passt dann für uns auch, weil wir gemerkt haben, so es fühlt sich nicht gut an, bezieht sich dann wirklich auf das Thema und nicht auf unseren zwischenmenschlichen Raum. Wo darf ich denn jetzt hinkommen? Wenn ihr nicht mehr wollt, dann würde ich jetzt zur Anne gehen, ihnen in Mr. Drappelt in eine Kiste sagen und genau diese dann auch schließen. Anne, vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Das ist dein Applaus. Danke euch.